Die Anspannung steigt, nachdem sich die Lage zwischen der internationalen Staatengemeinschaft und dem nordafrikanischen Gaunerstaat Wadia heute verschärfte, als UN-Waffeninspekteuren erneut der Zutritt in das Land verweigert wurde, vom wadianischen Staatsoberhaupt Admiral General Aladin. I will take no options off the table. And I mean what I say. Heute fragen wir uns, wer ist General Aladin? Wadianischer Propaganda zufolge wurde Hafaz Aladin 1973 geboren. Seine Mutter lernte er nie kennen. Sie verstarb bei der Geburt. Als einziger Sohn des grausamen Diktators Omar Aladin kam er im Alter von 7 Jahren an die Macht. Häufig als ungebildet beschrieben, änderte er über 300 wadianische Wörter in Aladin. Darunter auch die Wörter positiv und negativ, was allgemeine Verwirrung stiftete. Wollen Sie erst die Aladin-Neuigkeiten oder die Aladin-Neuigkeiten? Die Aladin-Neuigkeiten? Sie sind HIV Aladin? Exzentrisch und vermögend dank des Ölreichtums hielt er vor kurzem seine eigenen Olympischen Spiele ab. Auf die Plätze! Fertig! Bei denen er 14 Goldmedaillen gewann.